RTV Vorarlberg. Aktuell. Wo findet denn welcher Ostergottesdienst statt? Und Gebete per Smartphone-Message? Der 1. April? Nein, noch nicht ganz, denn die App mit dem Namen Glauben leben ist nun aktuell als Applikation auf allen Smartphones verfügbar und ist nicht nur für alle Katholiken, seit einigen wenigen Monaten eine digitale Neuheit. Seit die Leute mit dem Smartphone unterwegs sind, es die Georeferenzierung gibt, dass ich nachschauen kann und die Leute das auch zum Beispiel eben von Google Maps gewohnt sind, wo ist jetzt was in der Umgebung, wollten wir so etwas entwickeln für Gottesdienste. Und dazu kommt, dass es gerade im Tourismusbereich immer wieder zu diesen Hochzeiten wie Weihnachten, Ostern Anfragen gibt, wo ist denn in meiner Umgebung der nächste Gottesdienst. Öffnet man die App und die Kartenansicht mit den Gottesdiensten, werden die verschiedenen Kirchen in der Nähe angezeigt. Doch damit nicht genug. Auf der Applikation steht das Evangelium des heutigen Tages zur Verfügung, der Namenspatron. Ich kann was über meinen Namenspatron nachlesen. Es gibt dann eben diesen Gottesdienstteil, wo ich selektionieren kann, wo ich auch angezeigt bekomme, Kindergottesdienst, Gebetsgottesdienst, Festgottesdienst, Eucharistiefeier oder ähnliches. Und es gibt einen Teil für Gebetsanliegen. Gebetsanliegen per Smartphone-Message. Für den einen oder anderen sicher noch gewöhnungsbedürftig, zahlreiche Gebete wurden bisher jedoch schon eingereicht. Es sind da über 556 Gebetsanliegen eingegangen, seit wir online sind. Menschen, die sich mit einem Anliegen wie Gebet in Krankheit, Tod, Gebet um den Frieden oder bei Partnerschaftsproblemen melden und dann können sich andere Menschen über die App melden und sagen, ich greife dieses Anliegen auf und bete für diesen Menschen. Das ist natürlich alles anonymisiert, aber es gibt so eine Gebetsgemeinschaft. Damit man sich vom Ruf der altmodischen und realitätsfernen religiösen Gemeinschaft distanzieren kann, spielt die Welt der Digitalisierung, also auch in der katholischen Kirche, eine wichtige Rolle. Wir stehen in dieser Welt und können nicht an dem vorbeigehen, was angesagt ist. Und so wie wir unterschiedlichste Kanäle benutzen, um die verschiedenen Zielgruppen anzusprechen, ist die App auch so eine Möglichkeit. Vor allem während der kommenden Feiertage soll die App sich bei der Bevölkerung durchsetzen. Das Feedback ist sehr positiv. Wir haben sehr positive Rückmeldungen bekommen. Das zeigt sich auch daran, dass sich jetzt nahezu in Vorarlberg alle Pfarren beteiligen, uns die Daten zur Verfügung stellen, sodass wir eigentlich flächendeckend das jetzt für Ostern, Karwoche bis hin zu den Erstkommunion-Gottesdiensten anbieten können. Somit sollen alle Katholiken auch weiterhin die Möglichkeit haben, sich per Klick auf das Smartphone den geeigneten Gottesdienst auszuwählen, Gebete abzugeben oder auch im Evangelium nachzulesen. Die katholische Kirche digital, wahrscheinlich ein großer Schritt in Richtung Zukunft. Nach dem Tiertransportskandal und dem daraus resultierenden Tiertransportgipfel im Landhaus sollten von Kälbertransporten in Drittländer künftig abgesehen werden. Diese Regelung gilt jedoch für Kalbinnen, also trächtige Jungrinder, nicht. Landesrat Erich Schwärzler äußerte sich und meinte, es sei eben der aktuelle Stand der Dinge. Pro Jahr sind dabei mehrere hundert Kalbinnen betroffen. Über Ostern ist die Arlberg-Bahnstrecke gesperrt. Grund dafür sind Instandhaltungsarbeiten. Vor allem sogenannte Langsamfahrtstellen und Brücken werden saniert. Im Bereich zwischen Bludenz und Ötztal wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Der SCA Altach verlängert den Vertrag mit Routinier Hannes Eigner bis zum Sommer 2019. Für SCA Altach-Geschäftsführer Georg Zellhofer sei vor allem seine Erfahrung ein wichtiger Faktor für die Vertragsverlängerungen gewesen. Der Stürmer, der gerade von einer langen Verletzungspause zurückkommt, könnte morgen auswärts bei der Austria bereits wieder im Einsatz sein.
Bereits zum fünften Mal öffnet die Schau im Messequartier ihre Tore. Garten, Wohnen, Genuss, Freizeit und Mobilität. Vom 5. bis zum 8. April 2018 bietet die Vorarlberger Frühjahrsmesse auf 52.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche ein besonderes und vor allem vielfältiges Abenteuer. Bald ist es also soweit und dann heißt es ab zur Schau. Also letztes Jahr um die Zeit war es wesentlich wärmer. Im Februar und im März vom letzten Jahr haben wir teils schon 20 Grad gehabt und der ist fast schon auf einer regelmäßigen Basis. Aktuell haben wir ja zwei große Wintereinbrüche gehabt und die zwei Monate waren wesentlich kälter als wie letztes Jahr. Damit ist auch die Vegetation wesentlich rückgeschrittener. So haben wir bei dem Apfelbaum, was hinter mir steht, erst die ersten Knospen, was rauskommen und auch sonst, wenn man sich umsieht, findet man bis auf einzelne Blumen, die blühen, eigentlich kaum irgendwas. Der Rest erwacht dann erst wahrscheinlich in der nächsten Woche. Damit herzlich willkommen zum Regionalwetter vom Wetterring Vorarlberg. Ja, heute am Karfreitag starten wir eigentlich mit wunderbarem Wetter, also es ist fast wolkenlos und dementsprechend war so kalt am Morgen mit nur 2 Grad. Aber mit dem Föhn, was sich momentan aufbaut, erreichen wir dann untertags bis zu 17 Grad, also ein erster Hauch vor Frühling. Lang dauert es nicht, bis zum heutigen Abend und dann kommt schon wieder die nächste Kaltfront. Mit der haben wir den kräftigen Wind, Regenmengen von teils bis zu 20 Liter über Nacht in den nördlichen Landesteilen plus teilweise mit Blitz und Donner versetzt. Der morgige Samstag wird dann von der Kaltluft eben geflutet und dementsprechend haben wir Höchstwerte von nur 7 bis 8 Grad. Die Schneefallgrenze liegt auch bei 1000 Meter, also in der Höhe kommt nochmal eine ordentliche Portion Neuschnee dazu und es ist ohnehin schon extrem viel Schnee und da wird es dann auch später im Laufe vom Frühling noch spannend, ob es dann ein Hochwasser à la 1999 gehen könnte. Am Ostersonntag kann man wahrscheinlich nicht wirklich draußen im freien Ostereier suchen gehen, außer einem ist egal, dass es regnet, weil es bleibt auch den ganzen Tag trüb und weiterhin so kühl wie noch am Samstag. Mit maximal 8 Grad und einer Schneefallgrenze vor morgen von nur 700 Meter macht es nicht gerade zum angenehmsten Feiertag. Aber dafür macht das am Montag das Wetter, es kommt eine starke Föhnströmung auf und mit der kriegen wir im ganzen Lande wieder frühlingshafte Temperaturen von die 15 bis 16 Grad, eventuell sogar noch mehr. Und die nächsten Tag, also der Dienstag und der Mittwoch, da legt der Föhn eine Schippe drauf, er wird stärker. Wir erwarten fast bis zum Bodensee Föhn und dazu Temperaturen von fast 20 Grad. Der weitere Trend schaut wechselhaft aus, aber es wird bei weitem nicht so kalt sein wie nur die letzten paar Wochen. Und damit kommen wir auch langsam in den frühlingshaften Start und dann wird es wirklich interessant zum Anschauen, wie die ganze Vegetation aufblüht. Ich schätze, es wird kurz zwei Wochen dauern, dann hat statt alles im vollen Grünen. Und damit verabschiede ich mich von euch, danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch ein schönes Osterwochenende. Ciao miteinander.